okay, vor allem müssen wir noch einen Abstecher machen, denn ich habe diese Typen hier gefunden, die sich hier bereit gemacht haben, die aus irgendeinem Grund sich als Händler für Gegenstände betätigen. Und ich habe eine ganze Menge Zeugs hier gekriegt. Das muss ich jetzt sofort zurückbringen und ausprobieren. Ich hoffe, ich habe noch genügend Geld, nachdem ich so um mich geschlagen habe. Beamen wir zurück. Ja, man kann sich also die Festung mal gelegentlich nochmal ansehen und wird man überrascht. Gut, und ich habe auch Curry für diese eine Dame gekriegt. Das probieren wir mal aus. Dann kann sie endlich mal anfangen, Curry zu kochen, bevor der Kerl noch da verhungert. Der schon seit Tagen wartet. Und wir können jetzt auch erstmal diesen aufgedrehten Stein machen. Genau. Leider können wir ihn nur einmal herstellen. Das ist natürlich schade. Vor allem, weil wir ihn immer noch nicht kaufen können. Aber im Notfall ist das wahrscheinlich mal ganz gut, wenn wir so ein Ding haben. Dann müssen wir nicht stattdessen Dutzende von den Dingen hier verschlimmbessern. Wir wissen ja jetzt, wenn wir von denen diese komischen Poliersteine kaufen, können wir das Ding herstellen. Jetzt müssen wir das Curryhaus finden. Das geht schnell. Haben wir es auch schon. Und wir geben ihr das Curry. Genau, das sind Gewürze. Und Curry. Okay. Und wir haben Curry gekriegt. Okay, gut. Mal sehen, was wir damit machen können. Curry, 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 Curry. Okay, jetzt aber zurück in die Festungsfabrik. Entschuldigung, in die Fabrik. Jetzt sind wir in einer Fabrik, nicht mehr in einer Festung. So. Festungsbeam. Fabrik. Und da sind wir wieder. Aufgepowert. Und, das hätte ich fast vergessen. Wir haben eine neue Waffe, die Balanced Lance. Ja, gut, ich habe eher auf sowas wie eine Laserlanze oder eine Lichtlanze gehofft, aber hey, zumindest ist das Ding die stärkste Lanze bisher. Und jetzt haben wir auch endlich mal eine vernünftige Fernreichweitenangriffswaffe. Und jetzt rennen wir mal so schnell wie möglich vorwärts. Oh, komm schon. Ha, ich wünschte, ich könnte auf diese Weise auch die Waffen, die ich im Kampf benutze, austauschen. Wirklich wurscht, wo wir dann gehen. Schatztruhen da unten haben wir auch schon geleert. Ja gut, hier. Du kriegst eine Axt, Schweineroboter. Ha. Jetzt probieren wir unsere Lanze aus. Na, Schweineroboter. Was ist denn Quatsch? Ha. Abgewehrt. Na also. Richtet doch ordentlich Schaden an. Ah ja. Noch nicht aufgestuft. Aber okay. Und runter ins zweite Untergeschoss. Wow. Das muss der erste Dungeon soweit sein, der mehr als ein Stockwerk hat. Und oh, wir werden wieder angegriffen. Okay, dafür brauche ich nur die Axt. Dann müsste ich mich ja schämen. Oh, er hat versucht anzugreifen, das erste Mal überhaupt. Wow. Ich bin mal gespannt, ob wir mal merken, wie das weh tut, wenn wir nicht blocken. Aber dann ist das Ding zu langsam und stirbt vorher. Ja, und Ariel wird aufgestuft. Wunderbar. Okay. Und wir haben immer noch einen Ability Point nur. Na gut, zwei Punkte auf jedem Wert. Nur Defense kriegt nur einen. Okay, gut. Dann hat sich das eigentlich schon erledigt. Gucken wir mal. Oh, wow. Okay, gehen wir mal erstmal links. Ah, oh, toll. Da. Ariel freund wühlen lustig ihrer Zerstörungssucht. Und wow, wir haben jede Menge Erz. Wow, das hat sich ja gelohnt. Jetzt könnte ich fast eigentlich wieder zurückrennen und euch ärgern, indem ich noch mehr Waffen schmiede. Wow, wow, hier lohnt sich's richtig, Sachen kaputt zu machen. Nicht so wie der Billigkram vorher. Okay, gut, Schweineroboter. Ihr kommt mir nicht zu nahe. Ich kümmere mich darum, dass ihr alle sterbt. Könnte ich natürlich die Axt verwenden, aber wenn die schon so zu viert kommen, wenn ich die Schweineroboter mal so ein bisschen aufspießen, dann ist dann quasi Schweineroboterbraten am Spieß.
Oh gut, und das hat ausgerechnet, dass auch deiner wieder ein neues Level hinzukriegt. Oh, schon sie kriegt jetzt wahrscheinlich nur die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten mehr anzuwenden. Okay, mal nach unten weiter. Und yay! Hä? Shit, verfehlt. Ah, aber noch ein Erz gekriegt. Mist. Okay, hier kriegen wir den Zerstörungsbonus wahrscheinlich locker. Erstmal die Schatztruhen öffnen. Noch mehr Erz? Okay, gut. Das ist ja schon fast der Overkill hier. Dann gehen wir mal zurück und zerstören den Rest. Oh, komm. Schweineroboter, Mini-Roboter. Oh, das ist das niedlich. Okay, die sind so feige. Dann gehe ich mal wieder hier. Ja, haha, Schweineroboter erledigt. Gut, jetzt bist du dran, Krabbenroboter. Ah, genau, weil ich ihn so schwer treffe, kann er nicht feuern. Interessant und nützlich. Wow. Bis auf diesen einen Roboter mache ich die alle fertig hier. Okay, gucken wir mal, ob wir besser zielen können jetzt. Ah, okay, na gut, das war dusselig. Aber wir können ja jetzt gleich umdrehen. Und, oh, ja, vielen Dank, dummes Band. Das nennt man eine Zeitverschwendungsfalle, weil das das Einzige ist, was passiert. Man verschwendet Zeit. Ah, ja, gut. Wir können froh sein, dass das kein besser designter Dungeon ist, sonst hätte mich das Ding jetzt irgendwo in eine Falle oder so geworfen. Obwohl man natürlich argumentieren könnte, dass es auch ganz nett ist, dass einen das Ding direkt an den Anfang zurückwirft. Naja, gut. Ich habe Schlimmeres gesehen. Für einen Dungeon ist das ja eigentlich schon mittelprächtig. Obere Klasse, würde ich sagen. Ich bin mal halt schon von besseren Spielen zu verwöhnt. Aber wenn ich das mit Phantasy Star 3 vergleiche, dann ist das ja eigentlich schon fast top-notch. Was ist das? Aftman oder was? Oh, na, verdammt, ich habe zu spät reagiert. Oh. Genau, nimm das und... Ha, abgewehrt. Na also, so ist der Kampf doch schon mal... Autsch, Faustschlägerator. Spring mal ein Stück zurück. Jetzt rennt er weg. Oh, oh, ouch. Okay, das wurde unvorsichtig. Okay, gut. Unser Reichweitenvorteil ist leider nicht so groß. Aber ich kann das Ding ja noch upgraden mit... Ah. So, stup, endlich hier. Los. Schade, dass wir nicht seine Waffe jetzt kriegen, aber wir spielen ja nicht Mega Man hier. Okay, gut. Jetzt haben wir das Ding zerstört. Hier alles offen und... Ah ja. Ah ja, hier geht's nicht weiter. Tja, ja. Tough luck. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach rechts weiter. Ah ja. Ah ja. Okay. Wir wissen ja, wo es alles endet. Also... So, wir sind wieder hier. Und, das hätte ich fast vergessen, ein paar Bandagen fressen. Zwei reichen. So. Durability ist auch schon wieder runter für den Speer zumindest. Aber wir können ja auf die Axt wechseln, wenn es so kritisch wird. Oh, ja, wie hier zum Beispiel. Keine Ahnung, was das soll, aber hey. Autsch. Hier, nimm das. Ha. Jetzt friss Axt. Ha. Schade, dass ich das nur zweimal machen kann, bevor wir übernachten müssen irgendwo. Jetzt weg hier. Bevor hier der ganze Weg versperrt ist, weil wir rote Riesenroboter alle erledigt haben zu Dutzenden. Oh, wow. Ach, verdammt. Ich weiß, links ist eine Sackgasse, aber falls da irgendwas Geheimnis versteckt ist, gucken wir mal. Oh, doch was versteckt. Ah ja, ein Angriff. Okay, jetzt muss ich meine Wut an euch auslassen. Es wird Zeit für Schweinefleisch. Okay, ja, mein Wutanfall war wohl doch nicht so gut. Schweineroboter haben mir Schaden zugefügt.
Naja, aber wir kriegen noch genügend Erfahrungspunkte, dass wir ein paar Mal aufleveln können. Was ist das? Oh, tatsächlich. Ha. Dafür können wir das Ding also benutzen. Support, los, wir brauchen einen Heilspell. Oh, sorry, ich meinte... Magie, hier können wir das benutzen. Oh, ja, genau. Wir können fliehen. Ha. Genau, wenn ich also zu viel habe, benutze ich das mal. Das wäre vielleicht schlauer, als ständig zurückzurennen wie Besektor. Gehen wir mal rein. Na, bohren wir die mal auf. So, zum Speichern. Und noch ein Medkit. Gut, jetzt habe ich quasi zwei Wiederbelebungsdinger. Wir erinnern uns, ein Medkit sorgt dafür, dass wir automatisch wiederbelebt werden, falls wir sterben sollten. Das ist doch mal praktisch. Und falls uns die Dinge ausgehen, speichere ich mal. Jetzt haben wir schließlich 5 von den Dingern. Ja, das ist hier doch ein bisschen nützlich. Ich wünschte, es gäbe sowas in Phantasy Star 3. Das ist bei solchen alten RPGs das immer gefährlich. Kann man schnell irgendwo speichern, wo man in einer Art Todeszone gefangen ist, wo man dann ständig verreckt, weil man nicht mehr fliehen kann von dort. Na gut, die beiden sind ausgefallen. Gut, bei 4 Schweinerobotern ist die Lanze doch das Bessere, muss ich sagen. Hier dagegen, das Ding ist hier, das tut mir richtig leid. Also, Hit-Combo! Ah, so funktioniert das, wenn man genügend getroffen hat, dann. Zu spät gemerkt. Rare Medal received. Okay. Was ist hier? Was zum Angucken oder Lesen oder nur Hintergrund? Nur Hintergrund. Okay, ha. Na, hat sich doch gelohnt. Okay. Hier, Schweineroboter, ihr bleibt schön weg. Hör auf, mich anzuschnauben. Du stirbst nämlich jetzt. Ha. Ihr bleibt schön alle da weg und kassiert meine Treffer. Ach, egal. Axthausenzeit. Na, also. Wow, in dem Tempo stufen wir nochmal gleich auf. Und wir haben Papier. Was zum waren das Bürokratenroboter? Da war da irgendein Stück Papier drin. In deren Füßen oder Fußmodulen oder Rollen oder so. Ah, egal. Man kann froh sein, dass er keine Früchte oder sowas gelassen hat. Ah, wow, das Ding ist so kräftig, dass ich stehen bleibe, wenn ich die Waffen einsetze. Leider nicht schnell genug, um rückwärts zu gehen. Genügend rumgespielt. Gehen wir mal weiter nach unten. So, wir sind wieder ganz am Anfang. Jetzt können wir hier lang. Also, ist doch mal praktisch. Da gibt es noch ein paar Pluspunkte für den Dungeon. Ein paar nett versteckte Secrets. Die man auch tatsächlich gebrauchen kann. Ein bisschen komisch, dass ich die ganze Zeit eine Erzbitter erkämpfen muss. Und jetzt, wo ich in, nehme an, vorletzten Dungeon des Spiels bin, werden mir das Zeug gerade so zugeschmissen. Das Erz. So, jetzt her mit den Trefferpunkten, Erfahrungspunkten. So. Und weiter nach links. Na, jetzt muss ich aufpassen, falls hier irgendwas ist, das wir zerstören können. Nein, gut. Okay, weiter. Und. Okay, Tür oder da lang? Hm, das ist jetzt die Frage. Okay, ich gehe erstmal durch die Tür. Scheiße, da wartet schon ein Endboss. Gehen wir nach links. Wenigstens können wir die hier vorher sehen. Oh, gut. Axt ist schlecht gegen die, gut zu wissen. So, ha. Mann, die sind so axtempfindlich, als hätten die Programmierer erwartet, dass man die ganze Zeit eine andere Waffe nimmt. Und dann hier überrascht wird, wenn die nicht gut funktioniert. Und hey, Mist, nein! Oh. Okay. Ich weiß nicht. Normalerweise müsste ich mich ärgern, aber das ist eigentlich ganz witzig. Okay. Wir wissen ja, wo es lang geht. Heiße Fließband-Action. Oh yeah. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Und... Nee, lass mich raten. Oh, nee, nein! Ich habe die falsche Abzweigung genommen. Okay. Oh. Okay, daran seid ihr schuld. Hier. Lass mich mal zeigen, wie ihr da schuld dran seid, ihr Schuldigen. Schnauf nicht, Schweinebutter. Hier. So, und noch ein Hieb. Ah,
Okay, das war eher wütend als gekonnt. Aber wir haben immer noch genügend Erfahrungspunkte gekriegt, um... Ah, viel zu wenig. Mist. Okay, das war wohl nix. Also nochmal. Okay, Ariel tanzt hier sich den Weg frei. Ach, wir sind wieder da. Gut. Oh ja, und wir haben ganz schön was abgekriegt hier. Okay, noch so ein Rubstone für meine schwere Axt. Die ironische leichter ist als die schlechte Schlachter-Axt hier. So, gut, noch ein paar Bandagen fressen. Ach nee, wenn wir schon kurz vor dem Endgegner sind, kann ich mal wieder zur Magie greifen. Das können wir schließlich noch viermal anwenden hier. Aber falls wir verrecken, das würde mir nämlich stinken, greifen wir mal hier ein. So, do not turn power off. Gut. So, für den Fall, dass uns die Magie ausgeht und der Endgegner doch ein bisschen kräftiger ist als gedacht, sorge ich mal dafür. Okay, das ist fast verbraucht. Also, Item. Und wir haben das Ding wieder aufgeladen. Das kann man nämlich das mit diesen Charge Gem Option machen bei diesem komischen Roboter. Gut, also. Wir setzen ihm ein Aquatortanatus und Healing Spells zu. Und sollte er dann immer noch stehen, können wir uns verwandeln und ihm den Chaos machen. Gut. Und gespeichert haben wir. Na dann mal los jetzt. Okay, komischer Endboss. Hier ist sonst nichts versteckt. Oh ja, klar, 2 Sekunden vorher. Okay, ich versuche mal zu fliehen. Naja, seht ihr das? Das ist der Grund, warum Fliehen hier nicht so gut ist. Wenigstens hat es diesmal geklappt. Ja, ich weiß, der Roboter ist wütend. Oh, sieht gefährlich aus. Naja gut, aber er scheint uns vorbei... Oh, sie hat sich geirrt. Er hat ein Problem damit. Er ist der Grappler. Autsch. Okay, gut. Haha. Testen wir mal, wie viel das bringt. Bevor wir weiter rumfuschen. Hey, gut. Ah. Ah, ich hasse das. Dass das hier nur in eine Richtung geht. Okay, gut. Axtzeit hier. Ah, Mann, ich passe wirklich nicht auf manchmal hier. Autsch. Und wir sind bewusstlos hier. Autsch. Ah, ja, ja. Okay, diesmal haben wir abgeblockt und wow. Und wir haben wieder mal nicht aufgepasst hier. Okay, der ist fast besiegt. Also heilen wir nochmal. Und auch wenn es total unnötig ist, wie man hier sieht. Das Spiel ist da ja schon fast zu einfach. Benutze jetzt mal das Dämonen-Kristall-Dings. Ja, und Transformationsfrequenz und super Axtangriff. Los. Mach Mega Man stolz. Ha. Wow. Mit 3 Schlägen besiegt und kaum ein Kratzer. Ha. Ja, um Himmels Willen. Du hast das Ding regelrecht gedemütigt. Das ist nur noch ein Haufen Metallsplitter am Boden. Okay, und wir haben eins von den Dingern zurückgekriegt, die wir verbraucht haben. Wunderbar. Ja, wir haben es geschafft. Oh, ich bin müde. Nach dem Massaker wäre... Oh, was ist los? Wegen dem Kampf... Oh nein! Der Boden bestürzt einen. Nein! Nein! Hey! Ah. Oh, wie dramatisch. Oh, ja. Aber sie fallen beide rein. Ja, vielleicht hätte ich ein Guardian Beast aussuchen sollen, das ein bisschen... Naja, gut. Es hätte auch schlimmer sein können. Hatte der Roboter zum Beispiel überhaupt Arme? Weiß ich gar nicht mehr. Okay, mal sehen, was passiert. Oh, ja, stimmt. Der grobe Boden ist plötzlich zerbrochen. Oh, nein, Dina. Wie geht's dir? Autsch. Geht's dir gut? Hey. Wach auf. Oh, nein. Dina, nein. Uch.
Geht's dir gut? Hatten wir das nicht schon? Ah ja, tut mir leid, dass ich dich aufgeregt habe. Warum? Um Himmels Willen, wie geht's der Schwarzen? Oh, ich denke, sie ist gut. Sie schläft nur. Ja, sie ist fast ins Koma gefallen und für sie ist das fast Schlaf. Ach, ich bin erleichtert. Ariel, du bist so leicht zu manipulieren. Und wäre ihr der Kopf abgerissen worden und sie hätte das erzählt, ist das wahrscheinlich auch geglaubt. Ah ja. Nein, glücklicherweise haben die einen und denselben Körper. Nun müssen wir diese Theorie nicht testen. Okay, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Wir sollten die Dämonenklinge so schnell wie möglich finden. Ah. Geht's dir gut? Bist du verletzt? Nein, mein Mana ist nur fast verbraucht. Oh oh. Und du hielst, hast mich festgehalten, während ich gefallen bin. Ach, deiner, tut mir leid. Tja, wenn du mir danken solltest, dann solltest du dem anderen Mädchen danken. Du meinst dem Teufel? Ja, sie war diejenige, die dich festgehalten hat, die ganze Zeit über. Okay, das werde ich tun, ich werde ihr danken. Ja, das Mädchen versteckt wirklich ihre Gefühle, aber sie fühlt wirklich für dich. Oh, geh wieder zurück, back ins Unterbewusste. Ja, deiner, ich bin froh, dass du aufgewacht bist. Oh, verdammt, dieses Mädchen muss mal lernen, still zu sein. Danke dir, deiner, du hast mein Leben gerettet. Ach, hör, sei still. Ich will hier nur raus. Okay, gut. Wir sollten die Dämonenklinge suchen und ab hier. Was ist los? Oh, wow, noch so ein Riesenvieh. Cool, zuerst haben wir das Riesenmonster, jetzt haben wir den Riesenroboter. Das ist riesig. Hallo? Ariel. Das klingt wie Tatjana. Tatjana, bist du hier? Deiner, wie geht's euch? Orin, du auch? Hey, wartet, ich komm runter. Ah, die beiden schon wieder. Werden wir die nie los? Um Himmels Willen, du kannst sehen, dass wir nicht verletzt sind. Wir stehen schließlich direkt vor dir. Hey, antwortet uns. Und, wow. Optimus Prime in Blau, wow. Was ist das? Könnte es ein Mechanoiden-Soldat sein? Von Lorela? Könnte es ein Titan von Warhammer sein? Ist es ein Transformer? Wow, das ist so cool. Hey, nett dich zu treffen. Wie ist dein Name? Was tust du da? Es bewegt sich nicht. Beruhig dich. Oh, ich bin enttäuscht. Schade, dass sich das 500 Meter hohe Ding nicht bewegen kann. Ja, right. Wir haben bloß Glück. Wir hätten nie überlebt, wenn das Ding uns angegriffen hätte. Ah, ich hab mich bloß aufgeregt. Ah, wie bist du hierher gekommen, Orin? Okay, jetzt sollten wir uns mal zurücklehnen. Das kann noch eine ganze Weile dauern hier. Ah.